Tag, liebe YouTuber. Ja, endlich ein neues Video. Und zwar ein Video mit einer neuen Cam. Ja, zwar ist das die Kamera, die ich im YouTube-Video gesagt habe. Das ist die Panasonic VHC777. Sie ist endlich da. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt mit Mikrofon aufnehmen. Das war mir besonders wichtig, dass ich mit Mikrofon aufnehmen kann. Ja. Das ist jetzt der Test und Schritt zum Roland TDFVE-Schlagzeug. Und nicht wundern, dass ich jetzt hier mein Handy habe. Das liegt daran, dass ich die per Wi-Fi steuern kann. Das finde ich einfach nur praktisch. Ich kann damit ranzoomen, ich kann damit wegzoomen, ich kann damit alles machen. Und ja, kommen wir erstmal zu ein paar genaueren Sachen. So, also dieses E-Schlagzeug hat richtige Fels. Das Schlagzeug fängt ab 1.200 € an und geht dann noch aufwärts, je nachdem, welche Ausstattung man haben möchte. Ja, ich habe jetzt diese Ausstattung mit diesen richtigen Fels. Es gibt die auch mit Gummipads, wobei ich die Gummipads nicht so schön finde, weil dann die Sticks nicht so abprallen. Und, entschuldigt. Auf jeden Fall bin ich jetzt richtig froh, dass ich hier mit einer Kamera aufnehmen kann, die richtig gut und richtig vernünftig ist. So, jetzt aber erstmal zum Schlagzeug. Wir haben wie beim echten Schlagzeug die Hi-Hat, die auf und zu geht. Die offene Hi-Hat, die zur Hi-Hat. Ja, haben wir die Snare. Dann die mittlere Tom und die tiefe Tom. Und dann haben wir hier noch einen Crash, einen Right Back und das war es eigentlich so jetzt von den ganzen Sachen. Hier unten haben wir noch einmal einen Bassdrum halt und das Pedal halt für die Hi-Hat-Maschine. Ja, ich würde sagen, im nächsten Clip schauen wir uns ein bisschen genauer den Computer an, also das ist, ich sage jetzt mal Computer, weil es eigentlich ein Computer ist. Dann kommen wir dazu ein bisschen genauer und dafür sehen wir uns im nächsten Clip. Bis gleich. So, ja, dann haben wir jetzt hier einmal das Display, wie ihr seht. Einmal Menü, einmal Exit. Ich würde mal sagen, wir kommen als erstes mal zum Menü. Da könnt ihr halt ein eigenes Preset, also ein eigenes Schlagzeug zusammenstellen. Das können wir vielleicht mal machen, aber ich glaube, das muss man nicht machen. Ihr klickt dann halt einfach auf Instant. Dann spielt ihr jede Tom und jedes Becken einmal ab. Und dann könnt ihr hiermit halt wählen, wie was klingen soll. Oder ob die Tom oder das Becken halt komplett aus ist. Ja. So. Aber was ich besser finde, ist der FX, dann könnt ihr auf den Equalizer gehen und ihr könnt dann die Tiefen und die Höhen und die Mitten komplett regeln. Wir sagen jetzt mal plus 2 dB. Ich zoome mal ein bisschen noch ran, wenn das geht. Wenn das geht. Kurz gucken. Weil durch das Handy hängt das ein bisschen hinterher hier. So. Haben wir halt dann hier die 2 dB stehen und ihr könnt halt dann hier einmal das Tempo wählen für das Metronom. Das läuft jetzt. Könnt ihr halt von 20 bis 260 maximal die Geschwindigkeit regeln. Hier ist halt der Gesamtlautstärke-Regler. Dann haben wir hier den An-Ausschalter. Und wir sehen uns im nächsten Clip. Dann schauen wir uns noch die anderen Knöpfe an. Bis gleich. So, dann kommen wir jetzt mal zu den unteren Knöpfen. Wie gesagt, hiermit könnt ihr das Metronom anmachen. Dann könnt ihr hier eine Aufnahme, also ihr könnt dann halt was aufnehmen. Wenn ihr mal spielt, klickt ihr auf Quick Rec.
Und dann könnt ihr euch das nachher anhören. Ich habe schon mal was vorhin aufgenommen. Das lasse ich jetzt mal einmal abspielen. Und ja, es sind schon auf den Schlagzeug eigene Songs drauf. Können wir auch mal ablaufen lassen. Sowas. Und ja, ihr könnt hiermit auch die Presets wählen, also welchen Sound, also welches Schlagzeug ihr da haben möchtet. Wer es lieber hier mit den Rädchen macht, also mit denen hier, der kann das auch damit machen. Also ich mag es lieber mit den Rädchen, weil das halt mit den Knöpfen ein bisschen länger dauert. Und so kann man einfach mit dem Rad ganz schnell wählen und dann hat man halt sein Schlagzeug, was man haben möchte. Ja, das war es eigentlich jetzt von den kompletten, von der kompletten Einheit, sage ich mal. Wie gesagt, der ist nicht gerade groß, der Computer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Clip. So, ja, das war auch schon der kleine Test und Check zum Roland TD-11KV-E-Schlagzeug. Ich bin jetzt nicht zu den Anschlüssen hinein, also haben uns ja angeguckt, weil das nicht so interessant ist beim Instrument halt oder bei einem E-Schlagzeug. Wenn das jetzt ein Moving Head oder was gewesen wäre, das hätten wir natürlich uns angeguckt. Aber das, finde ich, ist nicht so interessant. Deswegen habe ich das einfach rausgelassen. Und ja, das war jetzt, wie gesagt, erstmal ein Testvideo. Also entschuldigt, wenn ein paar Verwackler drin sind, wenn die Kamera noch nicht scharf gestellt hat. Wenn der Ton oder leise mal zu laut war, entschuldigt das bitte. Wie gesagt, es ist der erste Tag mit der neuen Cam. Und ich muss auch erstmal die ganzen Einstellungen nehmen, weil ich weiß nicht, ob die jetzt auf Automatik steht. Es müsste eigentlich auf Automatik stehen. Aber entschuldigt bitte das, das wird jetzt auf jeden Fall besser. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und es wäre schön, wenn du mich abonnieren würdest. Der Link zu diesem Schlagzeug ist unten in der Beschreibung. Und ich sag ciao, euer DJ Timmy.